Surya Video und Podcast Hörsendung Teil 6 Die Yoga-Praxis im Surya-Prinzip, im Sonnenprinzip. Ja, dies ist der 6. Teil der Serie über Surya, das Sonnenprinzip, als Teil des indische Astrologie-Podcast Jyotish. Du findest den übrigens auch auf unseren Internetseiten. Geh einfach auf unsere Internetseite und gib dort ein indische Astrologie-Podcast und dann findest du alle Folgen davon. Die ersten Folgen, das sind schon einige Dutzend, sind nur als Hörsendung zu finden. Diese Ausgabe ist auch als Video zu finden. Allerdings im Video ist dort nicht so viel mehr als auf der Hörsendung. Dort siehst du eben zu Anfang eine Darstellung der Sonne und zwischendurch siehst du mich, wie ich spreche. Du kannst das also gut als Hörsendung sehen, hören und du kannst es auch als Video anschauen. Ja, heute will ich darüber sprechen. Es gibt ja verschiedene Weisen, wie du auch Asanas und Pranayama üben kannst. Ja, und heute will ich über die Sonne, ein Sonnenprinzip sprechen. Asanas sind ja die Yoga-Stellungen, Pranayama die Atemübungen, es gibt die Tiefenentspannung. Ich bin ja Yogalehrer, Yogalehrer-Ausbilder und eigentlich Ausbilder von Ausbildern von Yogalehrern. Und da gibt es verschiedene Weisen, wie man die Asanas machen kann. Und da kann man wieder die 7 Prinzipien der Astrologie nehmen. Man kann sagen, man kann es wieder Sonneneinstellung machen, das heißt strahlend, leuchtend, intensiv, dynamisch und so weiter. Man kann es mondartig machen, in das Gefühl hineingehen und spüren und so weiter. Man kann es mit Shani machen, mit Saturn, asketisch und strikt und genau. Und wenn es wehtut, spielt keine allzu große Rolle. Wir machen es einfach. Unsere Disziplin. Wir können es machen mit Venus-Prinzip. Irgendwo, dass es gut tut, dass es schön ist, mit Grazie, mit Anmut und so weiter. Wir können es machen mit Jupiter, irgendwo auch eine gewisse Größe. Jupiter und Sonne hat ja etwas Gemeinsames, aber es heißt auch viel Freude und Ausstrahlen. Und wir können es mit Merkur machen, irgendwie kommunikativ mit anderen zusammen. Wir gehen gerne in die Yogastunde, wir tauschen uns aus, vielleicht machen wir sogar als Partnerübung und versuchen auch vieles zu integrieren. Ja, so kannst du die verschiedenen Aspekte leben und du kannst auch, angenommen du bist Yogalehrer, auch mal überlegen, unter welchem astrologischen Gesichtspunkt will ich heute die Yogastunde stellen. Gut, und eben jetzt der Surya-Aspekt, wie man Asanas Pranayama mit Surya-Aspekt verbindet und so die Asanas Pranayama übt. Gut, Surya ist strahlend, ist leuchtend, Surya ist das höchste Selbst, Surya ist uneigennütziges Dienen, Surya ist auch Selbstbewusstsein. Und natürlich die bekannteste Übung, die mit Surya in Verbindung steht, ist der Sonnengruß, Surya Namaskar. Surya Namaskar ist der Sonnengruß und im Surya Namaskar kannst du natürlich die Sonnenenergie erhöhen. Surya Namaskar, ich werde es jetzt nicht vormachen, auf unseren Internetseiten findest du ja viele Darstellungen des Sonnengebetes. Und so kann ich dir empfehlen, ja, übe das Sonnengebet, übe es mehr, übe es schneller. Klassischerweise ist der Sonnengruß recht schnell. Wir machen bei Yoga Vidya normalerweise 12 Runden Sonnengruß, manchmal, wenn es gemütlicher ist, auch nur 6 Runden. Und man kann es langsamer machen, schneller. Aber wenn du jetzt insbesondere eine Sonnengenenergie entfalten willst, dann mach viele Sonnengrüße. Nach den Sonnengrößen macht dann auch anstrengende Stehhaltung, Virabhadrasana, Heldenstellung, Heldendreieck und so weiter. Und danach übe die Bauchmuskeln Übungen, wie es anstrengend ist. Dann übe vielleicht auch vom Kopfstand oder vom Skorpion anstrengende Variationen. Wenn du in den Schulterstand gehst, natürlich mach es so, dass es dir liegt, aber ansonsten mach es auch, dass du wirklich strahlend leuchten bist, dass du irgendwann eine gute Stellung hineinkommst, majestätisch. Oder wenn du dann den Fisch machst, öffne deinen Brustkorb besonders stark, öffne auch dein Bauchzentrum besonders stark. Wenn du in die Vorwärtsbeuge gehst, dann atme besonders ins Sonnengeflecht hinein, spüre dein Sonnengeflecht, spüre deine innere Sonne. Wenn du dann in die Kobra gehst, fühle besonders das Strahlen und Leuchten und fühle dich selbstbewusst.
auch im Drehsitz, konzentriere dich besonders darauf, dass du der, das heißt ja Matsyendranath, ist der Meister von Matsyendrasana, du bist Führungspersönlichkeit, du bist Anatta, du bist Meister, du strahlst, du leuchtest, du bist majestätisch und würdevoll. Und zum Abschluss auch wieder, gerade wenn du vielleicht den Baum machst, stehe würdevoll und gerade. Zu Surya-Prinzip könnte auch heißen, dass du Flow-Yoga übst, fließt von einer Stellung in die andere und einiges dazwischen machst. Also dieses Strahlen, Leuchten, Fließen und auch Anstrengung machen, Selbstvertrauen, Mut, das wäre die Surya-Art, Asanas und Pranayama zu üben. Ja, überlege selbst, was kann es für dich heißen? Willst du vielleicht mal die Asanas nach dem Surya-Prinzip üben? Nach dem Sonnenprinzip, nach dem leuchtenden Prinzip, Selbstbewusstsein, auch anstrengen, auch dynamisch und durchaus auch ins Schwitzen kommen, denn Surya heißt auch Wärme, Strahlen, Leuchten. Ja, das waren ein paar Anregungen zum Thema Surya, Sonne, Strahlen, Leuchten und das Surya-Prinzip des Übens und Lehrens von Asanas und Sonnengruß. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de. Und zum Abschluss die 12 Mantras des Sonnengrußes, die du auf dich wirken lassen kannst, um Sonnenenergie in dir stärken zu lassen. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Bhanave Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha.